Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Wir sind immer noch mitten in den optionalen Parts und versuchen die Sterne- und Kartensammlung zu komplettieren. Unser Händler hat beides in starker Vermutung, dass es das in den Kristallhöhlen gibt. Jetzt komm, ey, du fettes, dummes Lu... Okay. ist das ein bisschen störrisch. So, wir sind in den Kristallhöhlen. Das war eins unserer allerersten Gebiete, wie man an der Grafik und an diesen süßen, knuddeligen, rundbasierenden Kämpfen sieht. Da war ich echt schon lange nicht mehr drin. Dort soll es ein Stern und ein... ein Stern geben und eine Karte. Ja, war mal wieder so ein Gedankenhänger von mir. Weil ich schon wieder an 5, 6 verschiedene andere Dinge denke. Ich versuche nämlich gerade mich zu erinnern und ich bild mir ein, da ging es an einer Stelle mal nicht weiter. Ich glaube, weil es keine Bomben gab. Damals. Die haben wir jetzt. Also ich gucke jetzt mal ganz genau nach brüchigen Stellen oder Stein oder irgend sowas. Hier ist auf jeden Fall mal nix. Ja, zum Glück sind die Gegner hier natürlich einfach. Dazu sei gesagt, als ich das vorletzte Mal ja so viel offline rumgesucht habe wegen dem Fleisch, habe ich bin ich auch einmal gelevelt. Ich bin jetzt glaube ich Stufe 13, meine Stärke wurde erhöht. Also das nur der Vollständigkeit halber, das sollte ja nichts verpassen, nur weil ich hier offline manchmal ein bisschen rumsuche. Hier jedoch bin ich total nackig reingegangen. Das ist so eine Stelle zum Beispiel. Probieren wir... Oh ne, ich kann ja... Ich komme ja jetzt in das Menü, ich kann ja gar nichts bomben. Shit! Okay. Das heißt, ich kann nichts Neues im Gegensatz zu früher. Das heißt, ich hätte die eigentlich auch schon früher finden können, oder? Oder dieser Dungeon wurde erweitert. Das ist wiederum wäre geil, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich gleich eine Karte und einen Stern nicht gefunden habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber egal, wir gucken uns hier genau um. Und ich habe das letzte Mal ja eigentlich gesagt, ich schalte euch erst rein, wenn ich was gefunden habe. Jetzt habe ich euch trotzdem schon hier dabei. Ich habe mir gedacht, ja, erstens, es gehört ja dazu, das Suchen. Ihr könnt ja ein bisschen mitsuchen und wenn ich es nicht finde, dann könnt ihr mir helfen, wo ich nicht geguckt habe. Oh, und ich habe gerade wieder ein Level bekommen. Irgendein Wert ist hoch. Ich glaube schon wieder Angriff, oder? Naja, Angriff kann ja im Grunde nie schaden. Okay, da sind die Bomben. Und zweitens, ich kann ja mal wieder ein paar Leute grüßen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und es gibt ja einige, die das Projekt hier verfolgen. Freut mich natürlich sehr. Ich grüße an der Stelle natürlich mal ganz recht herzlich den Gary the Gammerit. Ah, eine Heilung, ne? Und speichern kann man ja auch. Gary the Gammerit, mit dem ich vor einiger Zeit Binding of Isaac aufgenommen habe. Leider ist die Aufnahme nichts geworden. Dabei war es ein echt geiler Run. Ah, blödes Fraps hat mir wieder Skype aufgenommen, wie ich es liebe. Was ist denn das? Okay, das scheint von früher zu sein. Ich glaube, der Schalter sieht auch schon irgendwie betätigt aus. Wir gucken uns das mal eben an. Aber naja, ich werde... passiert nichts. Ich werde mit Gary das nochmal aufnehmen. Echt schade drum. Ich hoffe, wir kriegen nochmal so einen geilen Run hin. Wir haben es bis zu Satan geschafft. Satan ist ja wohl gemerkt meine letzte Challenge. Aber naja, wurde leider nichts. Die Challenge habe ich auch nicht geschafft und daher ist es nicht so tragisch. Wir wiederholen das einfach mit Gary. Freue mich schon drauf. So, hier ist aber nichts anscheinend. Nee. Hier war bestimmt mal was Spannendes wegen dem Schalter. Also schauen wir uns weiter links um, wo ich noch nicht war. Ja, aber natürlich gucken das Projekt noch ein bisschen mehr wieder gute Gary. Zum Beispiel der FFX-Zock ist fleißig dabei. Freut mich immer wieder. Genauso wie Laris 1710, glaube ich. Laris. Ist auch neuer Zuschauer bzw. Kommentarschreiber. Liebe Grüße an dich, danke. Schön, dass du dabei bist. Speedy the Dude und The Blue Speedy kommentieren ja auch recht fleißig. Genauso wie Chessball und Old RPGs. Spyro habe ich das letzte Mal entdeckt. Schön, dass ihr dem Projekt angetan seid, so wie ich. Loser Johannes ist natürlich auch dabei. Fällt mir noch jemand ein? Nee, jetzt gerade nicht. Naja, natürlich sind es noch einige mehr, die ich jetzt einfach nicht auf dem Schirm habe. Ich habe mir das jetzt diesmal auch nicht aufgeschrieben. Das würde ich erst zum großen Finale machen, zum Abspann, der sich noch unglaublich ziehen kann, weil ich hier eine Cobrasierung nach der anderen töten muss. Ich will das immer noch... Ich finde das fies, dass ich hier nicht meinen Bogen und nix benutzen kann. Das ist doch doof. Ich bin hier in der Evolution total zurückgeschritten. Ach.
Ja, jetzt habe ich ein Problem, ne? Jetzt habe ich das Gefühl, alles mir angeguckt zu haben. Jetzt gehe ich gleich wieder raus, ne? Und jetzt? Wo soll es hier bitte schön eine Karte geben? Und einen Stern? Jetzt bin ich echt verwirrt. Oh. Naja, mal gucken noch. Ah, links war ich noch nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ich da jetzt das finde. Ich irgendwie das ist natürlich auch sein können, irgendwo so ein versteckter Gang, wo man ins Nichts laufen muss. Und dann was findet. Aber ganz ehrlich, wenn ich sowas finden will, da brauche ich schon extremes Glück, oder? Das muss irgendwie eigentlich gekennzeichnet sein, oder? Vielleicht hier, das ist doch eigentlich potenziell... Nein, da war wahrscheinlich früher einfach nur eine Kiste gestanden. Deswegen sieht das jetzt so verdächtig aus, aber da geht nichts. Ja, super. Oh, sowas kann ich ja lieben, ne? Vor allem, ich wollte jetzt eigentlich zwei Parts am Stück aufnehmen. Das heißt, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, hey, helf mir mal, und dann gucke ich im nächsten Part. Das geht gerade nicht. Naja, das ist jetzt doof. Na gut, aber ich glaube, da unten links geht es noch ein Stück weiter. Ah, schauen wir mal. So, ihr merkt schon, ich lasse die Retro... Ach Quatsch, im Retro-Kanal lasse ich auch immer mein Steam auf online. Das heißt, da unten rechts kriegt man mal ein paar Einblendungen. Finde ich persönlich nicht schlimm. So, hier. Ne, da geht nix. Menno. Ich bräuchte eine Karte von dem Gebiet. Ich habe bestimmt irgendwo eine Ecke zu übersehen. Muss ich wohl doch offline ein bisschen rumsuchen, auch wenn ich keinen Bock habe. Weil hier geht's jetzt raus, vermutlich. Ja, hier geht's raus. Hey! Wisst ihr was? Die Gegner, die nerven aber auch jetzt ziemlich. Die reißen mich immer aus meiner doch sehr schwachen Orientierung, reißen die mich immer raus. Wie kann ich hier aber zwei Items auf einmal übersehen? Die sind bestimmt an einem Fleck gemeinsam. Da war ich jetzt eben. Da oben... Ja, was ist da oben eigentlich? Da gehe ich jetzt nochmal gucken. Ah, naja. Aber diesmal leveln wir ja wenigstens. Auch wenn sie nicht viel geben. Deren Vieh, ihr EP, ihr habt's gesehen, es gibt ein Level, theoretisch. Ich fühle mich gerade neu hier. Das könnte natürlich auch trügen. Wenn das neu ist, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Das Vorformal, das ganz am Anfang. Na, mal schauen. Ne, da ist Wasser. Da komme ich nicht rüber. Aber... Och, Mann. Gegner. Man bräuchte echt so ein Item, wie bei manchen Rollenspielen gibt so null Gegner. Das wäre jetzt gerade... Ne, da bin ich wieder hier. Kann ich hier nicht irgendwie rüber? Ah, Menno. Da rechts runter. Da komme ich auch wieder ins gleiche Gebiet wie vorhin. Hey. Was soll das? Ne, ich finde es nicht. Also, ich habe jetzt keinen Plan, wo ich da noch gucken soll. Ich vermute echt, dass das irgendwo so ein ganz kleines Pixelchen, wo ich da in die Wand reinlatschen muss. Aber wenn ich da keinen Anhaltspunkt bekomme, dann ist doch... Ja, da bin ich wieder da. Da geht ja eh nix. Keine Ahnung, Leute. Wo das hier sein soll. Ich werde jetzt... wir haben jetzt 8 Minuten rumgesucht. Sobald ich eine neue Ecke finde, werde ich euch wieder reinschalten. Also, bis gleich. Jo, Freunde, da bin ich wieder. Und ich glaube, es gefunden zu haben. Ich habe extra hier angefangen, damit ihr euch auch orientieren könnt, wo ich gerade bin. Am Brunnen, dann weiter nach links. Immer den Wasser entlang. Ich finde so Stellen echt fies. Es ist wirklich so, wie ich befürchtet habe, dass das so eine kleine versteckte Tunnelszene ist, die ein Normalsterblicher eigentlich nicht findet, wenn das nicht irgendwie ein bisschen auffällig gekennzeichnet ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das als auffällig gekennzeichnet bezeichnen würdet. Ich nicht. Naja. Obwohl, doch, wenn man sich jetzt überlegt, hey, wie komme ich auf die andere Seite und da alles absucht? Ja, okay, ich nehme es zurück. Eventuell hätte man doch drauf kommen können, wenn man es nur hinterfragt. So, aber hier ist auch nur eine Kiste, nämlich unser Stern. Die Karte fehlt jetzt noch, ne? Vielleicht kommt hier noch eine. Nee, kommt sie nicht. So, alles abchecken. Och, nö, jetzt muss ich die Karte noch suchen. Verdammt, ich hätte gedacht, hier sind jetzt beide Kisten. Aber unser werter Freund im Laden hat gesagt, da gibt's auch eine Karte in den Kristallhöhlen. Das heißt, ich muss vielleicht nochmal so eine blöde Stelle jetzt finden. Oder hier irgendwo? Nee, das wäre zu einfach. Beziehungsweise, es wäre nicht zu einfach. Das wäre wiederum nicht auffällig. Oder vielleicht hier, dass ich da noch einen Geheimgang finden muss. Mist, ich habe echt gedacht, ich hätte es jetzt also komplett hier in den Kristallhöhlen.
Oh, ich habe gar keinen Bock auf die Karten sammeln, aber hey, wir haben Stufe 15 bekommen durch unsere Failerei immerhin. Warte mal, wenn ich da vielleicht rechts abbiege, vielleicht ist da eine versteckte Kiste drin. Das wäre zwar ultra fies, aber vielleicht packen wir das Beste rein. Nee, das wäre auch zu fies. Das kann man nicht bringen. Nee, da ist nix. Ja, toll. Tja. Dann heißt es wohl für mich jetzt nochmal auf die Offline-Taste drücken und weitersuchen. Weil ich bin mal wieder planlos. Also suchen wir die Karte weiter. Ich schalte euch rein, sobald mir irgendwas wieder koscher vorkommt. Bis denne. Jo, Leute, da bin ich nochmal. Wir untersuchen das jetzt hier mal ganz genau. Das könnte doch sein, dass hier eventuell was ist. Da war ich auch nur einmal. Schade, da geht nichts. Okay, dann checke ich hier noch die Wände. Das ist übrigens das, was ich offline die ganze Zeit hier gerade mache. Gegner schnetzeln und die Wände absuchen, mit der Hoffnung, dass ich irgendwo reinflusche. Mal gucken hier irgendwo. Ne, da geht gar nichts. Genau das mache ich die ganze Zeit. Also ich verpasse da nichts Spannendes. Wenn ich das in der Aufnahme drin lassen würde, dann, jo, wäre das ein bisschen langweilig. Da gebt ihr mir bestimmt recht, deswegen machen wir noch. Ach komm, ich geb doch. Das macht aggressiv. So, okay. So, da noch testen. Nee, da oben. Nee, an den Wänden. Ah, hier. Oh Mann. Ganz cool bleiben, Johnny. Ganz cool bleiben. Das sind nur Cobra-Siros. Keine Cola-Siro, sondern Cobra-Siro. So. Nee, da ist nix. Verdammt. Na gut. Na gut. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiter hier die Wände checken. Bis gleich. Jo, Freunde, da bin ich wieder und ich muss leider an dieser Stelle resignieren. Ich habe die ganze Höhle durchgesucht hier, bin die dummen Wände abgegangen. Ich find's einfach nicht. Vielleicht hätte ich... Jetzt kam mir später noch die Idee, vielleicht mit dem Schwert irgendwo dran schlagen, aber so auffällige Dinge wie Fackeln und so habe ich immer mit dem Schwert versucht anzufuchteln. Da ist nichts passiert und... Och, ganz ehrlich, Leute... Scheiß mal drauf, ganz ehrlich. Ich hab's echt probiert. Wir haben immerhin den Stern bekommen und ich werde auch weiterhin auf Sternejagd gehen, aber die Karten sind somit für mich unkomplett, deswegen suche ich die auch nicht weiter. Vielleicht habt ihr einen Hinweis. Wird wahrscheinlich zu spät kommen, weil ich, wie gesagt, halt noch weiterspielen werde. Macht ja nichts. Hab ja nie gesagt, dass wir das komplettieren würden hier. Ich habe einen Erfolg noch bekommen. Also ganz umsonst ist der Spaß ja anscheinend nie. Dadurch, dass wir jetzt 50.000 Gil auf dem Konto haben, habe ich den Erfolg Hamsterer bekommen. Naja, warum auch nicht. So, wie gesagt, also, Kartenquest somit, AD. Nichts mit perfektem Spielstand hier, aber bei den Sternen gebe ich noch nicht auf. Die haben wir gefunden und ich möchte jetzt natürlich meinen nächsten Tipp abholen. So, fragen wir doch gleich mal. Ärgert mich schon ein bisschen, wird mich noch hinterher so ein bisschen beißen, vor allem, wenn es vielleicht gar nicht so gut versteckt war. Ich habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, vielleicht können wir die Karte gar nicht mehr erreichen, weil die sah ja früher, wo wir den Schalter und so betätigen konnten, sah das alles ja ein bisschen anders eventuell aus. Vielleicht ist es einfach gar nicht mehr möglich. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Das ist bestimmt so ein Spiel, wo man sich alles hinterher noch holen kann. Egal. Wir haben es halt versagt. Aber bei den Sternen haben wir vielleicht mehr Glück. 26 von 30 und im heiligen Hain. Nein, oder? Gibt er mir verschiedene Tipps? Der heilige Hain. Das gibt's nicht, ey. Im heiligen Hain, ernsthaft? Nochmal zwei Kisten? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oder gibt er mir generell Tipps? Nee, glaube ich auch nicht, dass der mir Tipps gibt, wo ich schon die Dinger abgegriffelt habe. Aber im heiligen Hain! Ach nee, doch, das könnte sein. Da gab's ja auch diese zwei Dungeons. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich es bei dem, was wir haben, belasse. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, ich habe keinen Bock mit den Heiligen Hain. Der ist so lang und groß und da hin und her und wechsel und... Nee, mag nimmer. Ich mag echt nimmer, Leute. Wir gehen jetzt mit der Story weitermachen. Ich mag nimmer. Tut mir echt leid. Es gibt bestimmt Spieldurchgänge, die alles zeigen. Also, die haben bestimmt auch nachgeguckt. Ha, ihr findet schon alles. Also bitte, das wird doch immer seltener, alles zu finden. Wenn ich jetzt die mordsmäßige Zeit hätte, würde ich es auch machen, aber ich war jetzt schon zwei, dreimal da drin und ihr habt es auch schon zwei, dreimal gesehen. Irgendwann ist doch gut, oder? Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Vielleicht gibt es ja ein Afterplay von dem Spiel, dass man dann selbst nach der Story noch ein bisschen hier rumgurken kann, das Zeug sammeln kann. Das haben ja manche Rollenspiele. Und jetzt haben wir sogar noch Stufe 16 erreicht. Sehr schön.
Und dann mache ich vielleicht einen Bonuspart und quäl mich durch. Das heißt durchquälen. Es macht ja im Grunde Spaß, das zu suchen, aber es dauert immer so lang. Und deswegen, jetzt machen wir mal weiter hier. Ich will was erleben. Sephiroth! Komm hervor! Zeige dich! Ich habe euch erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt noch ein Dungeon, aber anscheinend hier gleich... Endlich seid ihr hier! Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Meinen über dieses Land. Doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. Geile Mucke. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen ereilen. Der Mana-Baum soll euer Grab werden. Wow, okay. Bin ich mal gespannt, wie der überhaupt funktioniert. Ich sehe anscheinend schon seine Schwachstellen, nämlich diese roten Augen oder so. Da werden wir jetzt ordentlich draufhämmern, wenn das zulässt. Ich hätte mir natürlich einen... Oje, oje, das was wird. Ah. Aber mache ich ihm wirklich Schaden? Ich kann ja... Ach, warte mal, ich kann doch noch mehr machen. Wie... So, ah ja, mit meiner Dreifach-Attacke. Keine Ahnung, ob ihm das wehtut momentan. Bin nur ich hier Schaden, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Oh je, ne, also so wird das nix. Okay, aber ich glaube, ich habe es kapiert, wie ich ihm... Ne, kann ich auch nicht. Doch. Aber von außen mache ich ihm keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Doch. Eins ist kaputt. Ah, jetzt in die Richtung. Okay. Ja, ich habe es leider ein bisschen zu spät geschnallt, wie ich seinen Auswischen... seinen Angriffen ausweiche. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Na, jetzt in die Richtung. Genau. Jetzt habe ich es drauf. Jetzt, toll. Nein, warte. Mist. Ne, in die Richtung. Jetzt muss ich warnen, das bringt mir natürlich nichts. Dann wird die Mitte dran kommen. Ist eigentlich einfach. Naja, später erkennt... Oh, was hätte ich... Das war fies. Okay, 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 okay. Oh, fortfahren. Shit, wo fange ich denn jetzt an? Ah, sehr gut, er hat sich das gemerkt. Wunderbar. Der ist gar nicht so schwer. Also diese Anfangsphase, sage ich mal. Ich weiß jetzt, wie ich das machen muss. So, das können wir jetzt abbrechen. Oh, Sephiroth. Ach, geile Mucke. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe und wir genießen die Musik hier ein bisschen. Also ein Atmo-Versuch hier, bis ich es eventuell in die nächste Phase schaffe. Hallo? Hab ihn jetzt gebuggt? Ah, okay. Okay, Freunde, ich melde mich mal wieder zu Wort. Denn, ja, wusste ich doch, so langsam musste das mal was werden. Ich würde gerne mal wieder auf die andere Seite kommen. Das lässt da gerade nicht zu. Kann ja auch komplett aus... Ja, ich könnte auch komplett außen rumlatschen. Ah, jetzt. Jetzt habe ich ihn. Yes, und jetzt kommt die nächste Phase. Was passiert jetzt? What? Boah, ist das fies. Okay, was soll ich dagegen machen? Jetzt. Macht ihr das überhaupt Schaden? Ich hoffe doch. Okay, und jetzt... Ah! Okay, das ist echt fies, was er da macht. Schaut mal, das in der Mitte, das ist sein innerer Kern, den muss ich bestimmt auch irgendwie attackieren. Na, jetzt muss er doch gleich aufhören. So, und jetzt schnell rein und bam. Ja, das tut weh. So, und jetzt besser gleich weg. Hä? Was hat denn der da gemacht? Nein, das ist doch fies. Jetzt ist da das Ding drauf. Ah, und das Chat. Alles klar, alles klar. Okay, okay, okay. Komm, 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 bleib cool, bleib cool, bleib cool. Och, Mann, oh. Was soll ich denn da machen? So, und jetzt schnell das da. Ah, shit. Okay, ich muss dran rennen.
nichts mit meiner Fernattacke. Aber sehr strategisch, der Knabe. Gefällt mir. So, schnell das Ding holen. Da hinten ist es und... Ach, verdammt. Das ist doch gemein. Oh nein, was soll ich denn da... Hey, was soll ich denn dagegen machen? Außer sterben. Jetzt krieg ich's. Nein! Oh Mann, so kurz davor. Hey, das ist fies. Dagegen kann ich noch nichts machen. Oder? Ein Versuch noch, komm. Naja, dann war es doch ein optionaler Part hier. Erst im nächsten machen wir hier das große Finale. Macht aber nichts. Alles klar, also der Anfang ist ja einfach. Oh, was für ein Gefehler aber auch. Ich bin echt schlimm. Aber es ist halt blind und, ne? Ist doch. Diese Kugel da hinten, die muss ich dann irgendwie erreichen. Das ist aber gar nicht so einfach. Die ist ja genau dann auf der anderen Seite. Muss man echt schnell machen. Naja, jetzt muss ich erstmal wieder diese langweilige Phase hier über mich ergehen lassen. Ist dran vorbei. Schade, ich hätte echt gehofft, dass ich hier den Zufallskampf-Gegner habe, aber das hier fordert natürlich mehr ab. Naja, die Richtung wieder. Naja, egal, was soll's. Macht ja trotzdem Spaß. Und wir schaffen den. So viel ist sicher, es dauert nur ein bisschen länger. So, das andere Handebatschi. So, also die rechte Hand von ihm müssten wir eigentlich gleich haben. So, die werden wir ranhauen. Blip. Zack. So. Das Patschehändchen ist kaputt. Jetzt nur noch das da. Ja, jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite. Das ist lustig. Nein. Lass mich doch an die andere Seite. Bitte, bitte, bitte. Nee, er will immer. Ich renne nicht einfach auf ihn rum. Das kannst du nicht mal. Oh, nee, das gefällt ihm nicht. Okay, bin ich richtig. Auch eine gute Möglichkeit. Ja. Nein, jetzt ist er wieder so rum. Renne ich wieder auf ihn rum. Miau, miau. Nein, nein. Ah, oh, jetzt hat er mich einmal. Ach Gott, der nervt. Jetzt lass mich doch an die andere Hand. Junge. So, jetzt aber. Toll, jetzt treffe ich natürlich nicht. La 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 la. Wie war das vorhin? Einfacher! Gibt's ja wohl nicht, ey. Endlich. So, jetzt will ich's wissen. Erstmal, ja. Sein Spaß. Ah! Ich hab's da rausrennt. Nein, geht auch nicht. Oh, wie gemein. Ah, super. Das ist zu knapp bemessen. Ich finde es fies, dass ich da nicht rausrennen kann. Das ist echt fies. Bremst und weg. Komm, 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 komm. Nein! Ah, verdammt, das gibt's ja wohl nicht. Ich darf das seitlich nicht schauen. Ich muss da wirklich... Ah, ich hab gedacht. Ich hab's länger gemacht, als ich dachte. So, jetzt aber... Ja! Okay, einmal getroffen. Immerhin. Scheiße, jetzt trifft er mich. Toll. Voll was dagegen machen. Hey, was denn jetzt? Hey! Warum so schnell? Ich glaube, der ist pissy, weil ich ihn einmal... Nein! Ah, gut. Wenigstens in die richtige Richtung. Na, hörst du auf? Der ist jetzt schneller. Der ist definitiv schneller geworden, seit ich ihn einmal getroffen habe. Ich muss ihn bestimmt mindestens dreimal treffen, ne? Den blöden Teil. Komm, 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 komm. Ja! Und noch eine Runde. Gucken, wie schneller jetzt ist. Mama! Huh, das war knapp. Hab ihn. Und... Tschüss. Okay, nochmal. Scheiße, er kriegt mich. Nein, bitte nicht. Penner. So, weißt du was? 1,5 Kugeln. Das sieht doch... Ah, hey. Oh Mann, das war scheiße. 1,5 Herzen habe ich noch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Komm schon, hör auf. Die kriege ich. Ja. Habe ich ihn? Innerer Kern, was ist mit dir? Oh oh. Oh oh, nächste Phase. Uah! Hilfe! Oh ne, das sieht gut aus. Ist das sein Horn oder was er da meinte? Ne, das ist er mit seiner kleineren Gestalt. Ihr mögt meine Steinerrüstung zerbrochen haben. Oh nein, es kommt noch eine Phase. Doch in dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben. Ob das stimmt, werte Freunde, sehen wir im großen Finale.
von Let's Play Evoland.